Ja, ich habe mit sowas schon gerechnet, weil ich ihm halt PT Silent Hills gespielt habe und da läuft es ganz ähnlich ab. Das ist leider so ein bisschen schade bei Horror-Games, die sich bei anderen Horror-Games was abschauen. Man kennt die Effekte eigentlich schon. Auf die Motorhaube. Bück mich auch nochmal. Nein. Das Auto kann man nicht hitten. Es hat keine Hitbox. Hast du eine Todesanzeige? Nee. Todesanzeige? Wieso Todesanzeige? So, Oma. Jetzt gibt's eine mit dem Hammer. Ja, ich renne jetzt hier einfach durch. Ich habe mich da unten jetzt wohl lang genug umgeguckt. Da gab es ja anscheinend auch nichts mehr. Alter! Wenn die hier schon mal alle liegen. Ja, toll. Ah, cool. Da kann ich sie auch reinpacken. Ich dachte, das ist. Ah! Haha! Ein Feuerzeug. Nice. Boah, lieber anlassen. Ausmachen ist gefährlich. Ein Death-Timer, meinst du? Also, nee. Ich habe nur die Sanity-Anzeige. Für meinen Geisteszustand. Mehr gibt's hier nicht. Ich habe keine Lebensenergie. Alter, sind hier. Und noch ein Feuerzeug und noch eine Glühbirne. Und boah, hier gibt's ja richtig viel. Jackpot. Muss ich mir merken. Verschlossen. Ich brauche einen Garagenschlüssel. Ich habe einen Garagenschlüssel. Schon vorbei, das Theater mit der Oma. Na was, jetzt bin ich wieder hier. Nice. Ja, geil. Jetzt habe ich einen Hammer. Trinkschokolade. Und Arsch voll Glühbirnen. Ist das Ding da kaputt? Ah ne, sonst hätte ich ja jetzt schon was zum Untersuchen. Die leuchtet, die andere nicht. Ich habe ja ein Feuerzeug. Eins reicht ja erstmal. Oder ich schmeiß die eine Glühlampe weg. Kann dann noch ein zweites einpacken, falls das eine leer ist. So. Irgendwie brauchte ich die Dinger bis jetzt sowieso nur eine Lampe, habe ich gefunden, wo ich die überhaupt mal so ein Ding einsetzen konnte. Okay, was habe ich jetzt mit dem Hammer? Obwohl ich muss eigentlich auch noch. Ich muss noch die Glühbirne. Ich muss die auch noch wegschmeißen. Ich kann sonst den Hammer nicht benutzen. Aber wo soll ich denn jetzt durch mit dem Hammer? Muss ich jetzt hier wieder rein? Oder muss ich mich damit im Keller durchboxen? Wir werden sehen. Oh ja, cool. Jetzt habe ich ja ein Feuerzeug. Jetzt kann ich eigentlich da auch mal vernünftig reingucken. Hier konnte ich ja vorher gar nichts sehen. Man will ja nichts verpassen. Die Spiegel kaputt hauen. Ja, ey, gute Idee. Werde ich gleich mal probieren. Hier nicht noch eine zweite Tür. Ach nee, da hatte ich vorhin nur so eine Schranktür in den Griffeln. Die hier wahrscheinlich oder so, weil die war ja auch schon offen. So, Spiegel. Aber durch den hier kann ich ja noch mal durchgehen. Ich weiß nicht, ob das sogar irgendeinen Sinn macht. Aber ich probiere es einfach mal hier. Zack.
Irgendwie nicht. Den hier? Aha! Voll so ein Fötus, Ja, egal, gehen wir einfach mal rein, ne? Sehen, was hier los ist. Hau ich auch kaputt. Das Baby hält eine Kugel in der Hand. Möchtest du sie haben? Na, aber hallo. Gefunden, Glaskugel. Scheint etwas drin zu sein. Ja, hau drauf mit dem Hammer. Satansbrut! Ja, aber die Spiegel kaputt hauen hat er auch, hat auf jeden Fall Sinn gemacht. Mit denen scheint es ja irgendwas auf sich zu haben. Und viel zum kaputt hauen gibt es ja hier sonst auch nicht. Die ganzen Wände und sowas. Schon diverse Wände und so probiert. Schon mit dem Hammer, den ich vorher hatte. Mit dem ersten Hammer. So, jetzt eine. Ich weiß, die Glaskugel packe ich jetzt einfach. Ich gehe wieder in die Garage. Und pack die Glaskugel in den Schraubstock. So müsste ich die doch bestimmt aufsprengen können. Ey, ja, polter hier mal rum. Viel zu viel Phasmophobia gespielt, um dass ich mich von sowas hier... Jetzt liegen die Dinger hier überall rum. Geht jetzt hier gar keine Lampe mehr? Alles klar. Zwecks Spüler? Spoiler meinst du ja. Nee, gar kein Problem. Also ich habe auch kein Problem damit, wenn man mir Tipps gibt. Solange man mir bei Story irgendwie nicht was verrät, was mir dann nachher das Spiel verlangweilt oder so. Ich probiere auch gleich direkt nochmal. Hä? Ach jetzt, hier kann ich auch einfach durchgehen. Ja, nice. Aber ich will zuallererst das hier mal probieren. Denn die Glaskugel. Knack. Jetzt drehen wir das Ding wieder dicht und sprengen das Teil. Vermeide es, zu lange im Dunkeln zu stehen. Ja, ein Glück stehe ich im Licht. Ey, nein, war alles in Ordnung. Was ist denn das für ein Sack? Du hast eine Notiz gefunden, auf die seltsame Zeichen gekritzelt sind. Lesen. Okay. Boah, jetzt wird es wieder tricky, das Ding mal richtig rumzudrehen. Haben wir drei Uhrzeiten? 18 Uhr, 15.30 Uhr. 12.30 Uhr und irgend so ein Schlosssymbol und drei Teller und zwei Fenster. Okay, alles klar. Nice. Wird schon noch irgendwann Sinn ergeben, das Ganze. Ja, ich gehe jetzt direkt einfach mal hier rein. Ja, aber gut zu wissen, weil wenn ich absolut feststecke, dann ist das geiler, wenn mir jemand weiterhilft, als wenn ich hier 2 Stunden lang im Stream den Weg suche. Bloß eine blöde Katze, ja. Kommt's gleich raus. Geiler Raum, also baue ich mein Haus auch. Ist wie Achterbahn fahren, ey. Woo! Ja, bei einigen Sachen fragt man sich echt, was erwarten die denn hier von einem?
Ja, toll, jetzt bin ich wieder im Keller. Ach so, aber hier kam ich ja gar nicht hin. Weil die Treppe ja, weil das ja die Tür blockiert war. Nimm den. Jetzt kommen wir auch da durch. Jawohl, ey, jetzt, ey. Die ganze Zeit über kriegt man gar kein Feuerzeug, Und jetzt liegen die an jeder Ecke. Ich bin durch so viele übelst dunkle Gebiete gerannt, wo gar nichts war. Und jetzt habe ich 3 Feuerzeuge, jawohl. Spiegel drinne. Moment, habe ich hier nicht irgendwo noch eine Kerze stehen gehabt? Genau. Aber wie soll ich die denn jetzt noch mitkriegen? Ach, ich hab sogar noch Glühbirnen gelagert. Ich brauch sie echt nicht. Kann ich hier wenigstens was sehen? Hallo? Dein dynamisches Inventar ist voll. Ja, ich will die Kerze da ja auch reinpacken, dann leert es sich doch. Meine Güte. F. Weg. Zack. 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 So, geht doch. Die Kerze ist hier gar nicht zu sehen. Ich dachte schon, er hätte sie hier gar nicht hingestellt. Okay. Ich kann ja hier eh immer wieder hin und her gehen. Das sieht aber echt so aus, als könnte man es einklotzen. Oder auch nicht. Oha. Okay, ich stürme hier auch echt krass vor. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich renne hier an der Hälfte vorbei gerade, weil ich irgendwie derbe straight vormarschiere. Geht mir hier alles ein bisschen zu schnell gerade. Ich gucke mich hier lieber nochmal im Keller um. Um nichts zu übersehen. Hey. Hier mal so ein Feuerzeug vielleicht lagern. Zack, gelagert. Die behalte ich mal lieber bei mir. So, habe ich wenigstens immer einen Platz frei. Wofür hat man denn so eine Lager? Sehen wir mal, was neu ist. Ich gedacht, das. Ja. Wäre ich sicherlich auch gleich selber noch drauf gekommen oder so. Irgendwas muss man ja kaputt hauen. Wie gesagt, es ist überhaupt nicht schlimm, dass du mir das mit den Spiegeln gesagt hast. Eine ganz andere Nummer ist es, wenn du mir jetzt verraten würdest, wie das Spiel ausgeht oder so. Was da am Ende passiert oder so. Das sind richtige Spoiler. Aber mal so ein Tipp. Meine Güte, das soll dir auch Spaß machen. Ist auch dafür gedacht, dass die Zuschauer hier ein bisschen mitmachen und sowas. Jo, Oma, gibt's. Soll ich dir helfen? Soll ich aufmachen? Merkwürdig alle. Vor allem rennt hier erstmal nackt rum, ey.
Am Ende ist er ein Einhorn. Ja, da, ich hätte nichts anderes erwartet bei dem Game. Und das furzt rosa Zuckerwatte. Auch zu. Es sieht aber echt eher so aus, als müsste ich mich mal einfach um diese ganzen Spiegelgeschichten kümmern. Ich habe jetzt im Prinzip auch schon voll der Stress hier mit der Oma wegen dem Licht. Ich habe jetzt im Prinzip auch schon zwei Spiegel hier im Keller eingeschlagen, durch die ich jetzt einfach durchgehen könnte. Kann ich jetzt eben von hier? Ja. Kann ich hier noch einmal durchgehen? Nehme mal eine Pille. Ich sehe da im Moment überhaupt gar keinen Sinn drin, weil meine Sanity direkt wieder unten ist. Ja, aber sie hört ja auch nicht auf, mich zu jagen, wenn ich die Sanity-Pille nehme. Da war noch so ein Spiegel. Lauf in den Raum. Ja, wie soll ich denn jetzt in den Raum reinkommen? Das ist oben im ersten Stock, ne? Ich bin im Keller, eingeschlossen. So, jetzt habe ich drei Spiegel, die ich begehen kann. Oder eventuell ist das Lager hier noch ein Safe. Ist das Lager hier ein Safe Room? Hier der Storage Room. Ich weiß es eben halt nicht. Aber jetzt scheint es auch gerade mal ein bisschen ruhiger zu sein. Zack. So, jetzt mal Spiegel für Spiegel abarbeiten, obwohl ich habe hier natürlich auch noch die ganzen Gänge. Ups. Hier geht schon wieder hoch. Da, wo die Kerzen sind, sollen Safe Zones sein, dann ist das ja überall. Nee. Oh, schönen Spielplatz, ey. Endlich mal ein bisschen Entertainment. Ich arbeite mich von unten nach oben durch. Hier geht's auch noch überall. Alter, ja, hier geht's ja noch viel mehr. Okay, viel mehr ist es auch nicht. Zack, alles gesehen. Ja, aber wohin denn raus? Ich bin jetzt hier erstmal im Keller eingeschlossen. Achso, du meinst da raus in, zum Spielplatz, ne? Ich habe Angst, die Übersicht zu verlieren. Deswegen fange ich jetzt erstmal unten an und arbeite mich dann nach oben durch. Oh, hier zum Beispiel gehe ich jetzt einfach erstmal rein. Funktioniert nicht.